Ja, ich habe eine Lehre gemacht als Maschinenschlosser, habe dann an der TU München Maschinenbau studiert und durch ein Stipendium konnte ich in Paris Wirtschaftswissenschaften studieren. Habe dann meine Karriere bei internationalen Konsumgüterherstellern gemacht und bin viel rumgekommen in der Welt. Und ich habe mich dann der AfD angeschlossen. Das war Ende 2016. Bin dann in kurzer Zeit Mitglied des Kreisverbandes Günzburg geworden, im Vorstand, Bezirksvorstand und auch im Landesvorstand. Und zwischenzeitlich bin ich stellvertretender Landesvorsitzender von der AfD in Bayern, Bezirksvorsitzender in Schwaben und Vorsitzender vom Kreisverband Günzburg. Jeder kennt ja jemanden, der in seinem Freundeskreis, der momentan eine Wohnung sucht. Und jetzt wollten wir von Ihnen wissen, was Ihre Partei gegen die Wohnungsknappheit macht. Gut, sagen wir es mal so, ich persönlich habe auch ein Haus nicht gebaut, aber wieder hergerichtet. Wenn man da mal die persönliche Erfahrung gemacht hat, dann weiß man natürlich, bauen ist schwierig, bauen ist teuer. Warum? Weil im Prinzip gibt es drei Gründe zunächst mal, warum die Wohnungsnot existiert aus unserer Sicht. Das erste ist natürlich, durch den Zuzug sehr vieler Menschen ist eine Verschiebung zustande gekommen zwischen Angebot und Nachfrage. Das zweite ist, es gibt sehr hohe Auflagen, Bürokratie. Man muss sehr viele Dinge tun, dass das Bauen teuer macht. Und es ist auch nicht einfach, Bauplätze auszuweisen. Und das dritte ist die Währungssituation. Natürlich, dadurch, dass es keine Zinsen gibt, sind viele Spekulanten weg von den Aktien oder vom Bargeld halten, hin in Immobilien investiert. Und das macht halt zunächst mal das Bauen sehr teuer. Was kann man dagegen tun? Es ist nicht einfach, kurzfristig natürlich zu reagieren. Zunächst mal muss man sich fragen, warum so viele Menschen nach Deutschland kommen müssen. Das ist das eine. Wenn man natürlich den Zuzug einschränkt, dann ist es auch eine entsprechende Entlastung auf dem auf dem Wohnungsmarkt. Das andere ist natürlich, man könnte schon durch Bauprogramme, zumindest wenn man hier jetzt im Landkreis schaut, die Ortskerne, die sind ja oft mit alten Häusern besetzt, da ein Programm auflegen, wo man die Attraktivität des Ortskerns dadurch stärkt, dass man natürlich einerseits versucht, den Verkehr rauszunehmen und andererseits ein Programm auflegt, wo man es relativ einfach macht, ohne großen bürokratischen Aufwand, ein Haus entweder abzureißen oder zu sanieren. Sehr viele Menschen, vor allem junge und ältere, die kein Auto haben, sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Und darum interessiert uns, was Ihre Partei für den öffentlichen Nahverkehr unternimmt. Grundsätzlich wollen wir den öffentlichen Verkehr fördern und ausbauen. Jetzt muss man natürlich sagen, in großen Städten ist es ein bisschen einfacher. Hier auf dem flachen Land ist es nicht einfach, weil wenn man große Busse einsetzt, erfahrungsgemäß sind die meistens leer. Ich denke, speziell jetzt auf den Landkreis bezogen, ist die Idee, Flexibus anzubieten, auf jeden Fall das Richtige. Das könnte man durchaus ausbauen. Ich habe es auch mal selber probiert. Mein Auto war mal eine Zeit lang in der Werkstatt. Wenn man da anruft, dann nimmt der einen nicht notwendigerweise mit, sondern man muss vorbestellen. Das halte ich, sage ich jetzt mal, für optimierungsfähig, dass man das Angebot insgesamt dahingehend erweitert, dass man auch eben kurzfristig mitgenommen wird. Und manchmal kommt der gar nicht, weil sich die Pläne geändert haben. Also von dem her ausbauen. Unsere Partei ist dann insgesamt, sage ich jetzt mal natürlich in den großen Ballungszentren, schon dafür, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, auch die Infrastruktur. Wir wollen die Investitionen in die Infrastruktur deutlich erhöhen. Das andere ist, wir wollen aber nicht, dass es kostenfrei ist. Wir wollen schon, dass es auch bezahlt werden muss. Also unsere nächste Frage wäre, weil mit dem Atomkraftwerk in Gröttingen ist ja das Thema sehr präsent auch hier in der Region.
Und jetzt wollten wir halt Sie persönlich fragen, was Ihre Meinung zum Thema Atomkraft ist. Gut, da möchte ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe für große Konzerne gearbeitet. Ich habe auch die in Industrieverbänden vertreten. Das war im Konsumgüter- und Chemiebereich. Energie und Energiekosten ist grundsätzlich schon ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, auch ein Wettbewerbsfaktor. Wir sind momentan mit dem Problem konfrontiert, wenn wir jetzt unsere Nachbarländer vergleichen, dass der Strom hier doppelt so teuer ist in der Erzeugung. Das ist für uns, sage ich jetzt mal, langfristig eindeutig ein Wettbewerbsnachteil. Das heißt, wenn man das von der wirtschaftlichen Seite aussieht, möchte man unbedingt günstigen Strom. So, ob man jetzt die Atomkraftwerke hätte bauen sollen oder nicht, die Diskussion ist ja müßig, weil die wurden ja in den 60er Jahren geplant und auch gebaut. Gundremmingen läuft seit, wenn ich mich recht erinnere, Anfang der 70er Jahre und die Kernkraftwerke sind ja da. Das andere ist natürlich die Brennstäbe, die müssen ja auch entsorgt werden. Das heißt, wir denken schon, dass es ein Fehler war, so kurzfristig, ohne, ich sag mal, konkreten Plan, kopflos, die Energiewende dahingehend zu machen, dass man entscheidet, einfach aus der Atomkraft auszusteigen. Grundsätzlich kann man das schon machen, aber es muss halt gut vorbereitet sein. Hätten wir von der AfD nicht so gemacht, zumal, man muss es ja ganz klar sagen, wenn man jetzt durch alternative Energien wie Wind oder Solarenergie Strom erzeugt, was ja durchaus möglich ist, dann hat man immer noch das Problem, dass Angebot und Nachfrage nicht ohne weiteres zusammenkommen. Das heißt, was passiert heute? Erstens ist Solarstrom teurer, Windstrom auch. Das andere ist, was macht man, wenn der Wind nicht weht? Dann kaufen wir von den tschechischen Atomkraftwerken den Strom teuer ein. Wenn der Wind sehr stark weht und die Sonne scheint, dann produzieren wir zu viel Strom. Das heißt, wir müssen den dann quasi nicht nur verschenken, sondern wir müssen Geld dafür zahlen, dass wir den abgeben dürfen. Das heißt, ökonomisch stehen wir momentan in dem Dilemma, dass wir halt, dass der Strom teuer produziert wird und wir keine Lösung haben, weder für Transport. Ja, es gibt ja die Diskussion von Südlink, wo wir dann den Strom von der Küste hier runter holen wollen. Die Leitung steht noch nicht. Oder auch, ich sag mal, Speicherkraftwerke, die es ja auch nicht gibt. Und insofern halten wir das für einen groben Fehler, dass man so kurzfristig und kopflos ausgestiegen. Es leben ja schon seit vielen Jahrzehnten Muslime bei uns in Deutschland. Und auch durch die Flüchtlinge sind ja mehr Muslime zu uns ins Land gekommen. Wie sehen Sie hinter diesem Hintergrund einen speziellen muslimischen Religionsunterricht? Also die AfD, das ist ja sicherlich bekannt, kritisiert zunächst mal die nicht legale, ja, wie soll ich sagen, die illegale Einwanderung, die habe ich vorhin schon erläutert. Das andere ist nicht der einzelne Muslim als solcher, wird ja kritisiert oder ist überhaupt kritikfähig. Es ist selbstverständlich, dass jeder in seinen eigenen vier Wänden seine eigene Religion ausleben kann. Es ist natürlich vielmehr der politische Islam, der hier zu kritisieren ist. Es ist natürlich so, ganz konkret, wer ist für was zuständig? Ich meine, ich sitze jetzt nicht im Kreistag. Wenn ein Gremium nicht zuständig ist, dann bringt es natürlich auch nichts, in diesem Gremium einen Antrag zu stellen. Es hat ja nur symbolischen Charakter. Also ich sage es mal so, wenn man einen Antrag stellt, ohne dass danach eine Handlung stattfinden kann, dann ist es ja relativ sinnfrei. Aber insgesamt müssen sich natürlich die Arbeitgeber und Arbeitnehmer und auch der Gesetzgeber schon überlegen, wie man den Pflegeberuf insgesamt attraktiver machen kann. Das ist eine wichtige Aufgabe auch für die Zukunft. Und wir von der AfD fordern eben auch verbesserte
Arbeitsbedingungen und bessere Löhne für das Pflegepersonal und insgesamt auch mehr Investitionen, insofern die zielführend sind. Herr Gauland hält ja Klimapolitik für sinnlos. Teilen Sie diese Meinung? Also, ich möchte noch was grundsätzlich zum Klimawandel sagen. Die Frage ist nicht, ob es den Klimawandel gibt oder nicht. Die stellt sich nicht. Die Frage ist, inwieweit der Mensch diesen Klimawandel beeinflusst. Natürlich sind die Ressourcen begrenzt. Öl, Gas, das sind ja alles endliche Ressourcen, die sind ja nicht unendlich. Insofern muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man diese fossilen Brennstoffe früher oder später ersetzt. Aber was sicherlich problematisch ist und auch volkswirtschaftlich schädlich sein kann, wenn sich natürlich Leute hinstellen aus Eigeninteresse, aus Lobbyismus. Nehmen wir mal an das Thema Elektromobil. Natürlich gibt es da auch Interesse von Leuten, die uns sowas verkaufen. Natürlich gibt es auch Interesse von Leuten, die über das Klima reden, weil sie damit Geld verdienen. Und die Frage ist unabhängig von den persönlichen Interessen, ob wir nicht, ich sag mal, in eine Schleife von Hysterie geraten sind, wo wir nur noch über das Klima reden. Das wäre sicherlich schädlich. Das andere ist, was ich sagen muss, wenn man sich mal überlegt, eine Volkswirtschaft wie Deutschland stößt ungefähr 2% von CO2 aus, weltweit. Jetzt habe ich vorhin gesagt, ich bin auch für meine Unternehmen viel umgekommen. Das heißt, Länder wie China, Indien, deren Volkswirtschaften, die haben ein enormes Wachstum. Das heißt, die werden in Zukunft viel, viel mehr CO2 ausstoßen. Und selbst wenn wir 10, 20, 30% sparen oder wenn wir überhaupt nichts mehr verbrauchen, dann hat das immer noch kaum Einfluss auf den weltweiten CO2-Ausstoß. Ihre Partei warnt ja auch öfters vor der Islamisierung Europas. Und das würde uns jetzt interessieren, welche Lebensbereiche könnte das oder betrifft das? Im Wesentlichen alle Lebensbereiche und das merken wir heute schon. Ich sage nur ein Beispiel dazu und es ärgert mich unheimlich als Vater von Kindern. Meine Kinder gehen in Leipheim in den Kindergarten und in die Schule. In Leipheim gibt es fast nur, also gibt es kaum muslimische Kinder, in Riedheim gibt es eine Kindergartengruppe. Das sind meines Wissens 2 muslimische Kinder. Trotzdem richtet sich der komplette Speiseplan nach muslimischen Bedürfnissen aus. Das heißt, es gibt niemals Schweinefleisch. Und man muss sich die Frage stellen, die Gesellschaft muss sich die Frage stellen, ob wir unsere Traditionen an den Orientierungen und Bedürfnissen der Muslime, die ja die letzten Jahre erst hierher gekommen sind, ausrichten wollen. Dann kommen wir auch zu unserer letzten Frage. Und zwar gibt es aus Ihrer Partei ja oft umstrittene Aussagen, gerade von höheren Politikern. Und da war zum Beispiel der Herr Gauland, der eben gegen die ehemalige Integrationsbeauftragte eine Aussage eben rausgehauen hat, und zwar Özus entsorgen. Und jetzt wollte ich Sie fragen, wie Sie diese Aussagen eben beurteilen, die eben sehr provokant sind. Das ist relativ interessant. Die Frage, die gefällt mir sehr gut. Die AfD wird oft kritisiert wegen ihres Sprachstils. Man muss wissen, dass, ich weiß nicht, 2, 3 Jahre vorher zur Wahl ein relativ bekannter SPD-Politiker damit Werbung gemacht hat, Merkel zu entsorgen. Das stand sehr stark in der Presse. Hat er damit Werbung gemacht? Er wurde von niemandem dafür kritisiert. Das ist natürlich, und das kritisieren wir jetzt bei der AfD, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja. Aus unserer Sicht, warum im Bundestagswahlkampf ein SPD-Abgeordneter lauthals Merkel entsorgen schreit, ohne dass es jemand stört, und später ein Alexander Gauland
das gleiche Wort verwendet. Und das einen riesengroßen Aufschrei in der gesamten Presse produziert. Das ist aus meiner Sicht heuchlerisch. Aber nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch selbstkritisch sein. Man sollte nicht in den Verdacht kommen, oder die AfD sollte überhaupt nicht in den Verdacht kommen, in irgendeiner Art und Weise zur Gewalt aufzurufen.